Pressekonferenz des ERV 09 wird Ihnen präsentiert von Breddel Media und dem Landhotel zur Post in Schönheide. Ja, Sonntag, der 8.1.2017 und damit darf ich Sie ganz recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des ERV Schönheide gegen die Selber Wölfe. Endstand war 1:7. Bevor wir jetzt aufs Spiel eingehen, nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Selb, an den Verein, an den Vorstand, an die Fans, die heute alle hier waren. Waren knapp 300 Fans heute hier bei uns im Wolfsbau. Dafür nochmal ein riesen Dankeschön und auch für die verkauften Karten schon im Voraus am Freitag. Großes Dankeschön nochmal. Ja, Gesamtzuschauer hatten wir 638 und damit darf ich unsere Gäste hier begrüßen. Zum einen Henry Thum, Trainer der Selber Wölfe, und Michael Rumrich, Sportdirektor der Schönheider Wölfe. Und ein kleines Statement zum Spiel, Herr Thum. Ja, guten Abend. Also zum Spiel, ja, das erste Drittel war sehr ausgeglichen. Schönheide hatte einige Chancen und da mussten wir einfach anfangen, mehr zu tun, ein bisschen mehr Druck, gerade vorne. Und dann haben wir, ich denke mal so das 3-1, dann war so der Knackpunkt dann im Spiel nachher, wo Florian leider, glaube ich, sein einziger Fehler in den letzten zwei Spielen passiert ist. Aber er hat leider auch keinen Assist bekommen für das Tor, aber das passiert mal, gerade wenn man auch gut spielt im Tor, dass mal sowas passiert. Und ja, ich glaube, das war der Knackpunkt. Dann sind wir auch ein bisschen besser ins Rollen gekommen und man merkte dann auch, dass die Luft gerade in der Defensive ein bisschen raus war bei Schönheide. Aber die haben trotzdem bis zum Ende sind die gelaufen und haben versucht, noch was zu machen. Also da muss man echt Respekt vor haben, gerade in der Situation, wie es jetzt in den letzten Wochen war. Und eins möchte ich noch sagen, also ich fand es auch toll, was die Fans gerade jetzt am Ende nach dem Spiel, dass sie zusammen gefeiert haben und gehüpft haben und das ist wirklich schön zu sehen. Das sollte öfters so sein im Eishockey und sonst möchte ich nur sagen, viel Glück noch für den Rest der Saison. Ich glaube, wenn ihr so spielt wie in den letzten zwei Spielen, werdet ihr in der nächsten Runde sehr gut aussehen und in der oberen Tabellenbereich in der Gruppe sein, wo ihr spielt und auch für die Zukunft, für die nächsten Saisons. Wir brauchen Schönheide im Süden Oberliga, weil man fühlt sich hier immer sehr wohl. Es wird sich um alles gekümmert. Das Stadion ist schön geworden, wie es jetzt umgebaut worden ist. Also das ist, man hofft, dass ihr dabei bleibt auf jeden Fall. Vielen Dank. Michael, dein Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend erst einmal und Gratulation an Henry und seine Mannschaft. Ich möchte mich natürlich auch nochmal bedanken bei euch, auch beim Vorstand, für die tolle Unterstützung. Ja, und zum Spiel, ich meine, der Henry hat es gesagt, das erste Drittel war noch okay und dann im zweiten Drittel ist bei uns eigentlich fast alles zusammengebrochen. Jeder hat eigentlich das gemacht, was er nicht machen soll und ja, dann ist das mit dem Torwart noch dazu gekommen, wie der Henry so sagt. Das passiert einmal, da mache ich mal keinen Vorwurf, es ist halt ärgerlich, ne? Aber gut, im Endeffekt war es hochverdient, der Sieg für selber und von dem her brauchen wir uns jetzt nicht mehr ärgern. Wir schauen jetzt nach vorne, wir haben jetzt noch zwei Spiele, beziehungsweise drei, weil wir am Dienstag auch wieder spielen. Dann müssen wir jetzt schauen, dass wir den noch vernünftig über die Bühne bringen und dann müssen wir uns voll auf die ja, Abstiegs-Playdowns oder wie immer das heißt, konzentrieren. Und da werden wir dann alles in die Waagschale werfen, dass wir drinbleiben in dieser Oberliga Süd. Und da brauchen wir natürlich dann auch wieder unsere Zuschauer. Und ich hoffe mal, dass die dann auch so zahlreich kommen wie die letzten Spiele, dass wir das alles gut über die Bühne bringen, was wir da jetzt angefangen haben. Noch. Und von dem her hoffe ich einmal, dass das alles so kommt, wie wir uns das vorstellen. Und dann werde ich schon hier haben. Also, danke. Ja, vielen Dank. Wir schauen noch in die anderen Stadien, wo natürlich auch noch Eishockey in Oberliga Süd gespielt wird. Und dort steht es in Lindau, die spielen gegen den EC Peiting. Da steht es derzeit 5:5 im letzten Drittel. Dann in Landshut gegen die Bulsen und Hofen, da steht es 0:2. Dann haben wir noch in der Oberliga Süd Deckendorf gegen die Höchstadt Alligators. Dort steht es 3:0 für Deckendorf. Und Regensburg spielt gegen die Blue Devils Weiden. Dort steht es in der zweiten Pause 1:1. Und noch das letzte Spiel, Waldkraiburg gegen die Tölzer Löwen. Dort steht es 3:6. Ja, nächstes Heimspiel. Nächste Woche Sonntag gegen die Deggendorfer SC. Und wie es Michael Rumrich schon gesagt hat, wir hoffen natürlich auf jede Menge Zuschauer, viele Zuschauer hier im Wolfsbau. Und bis dahin bleibt uns gewogen. Tschüss. So, wenn ihr noch zurück.